Ein Ründchen, was? Zu einfach. Na bitte, wir kommen der Sache näher. Geh rein und finde Archimedes. Mann, ist das dunkel. Guck mal, ob du hier Licht machen kannst. Archimedes, wo zur Hölle steckst du, Mann? Der Anblick gefällt mir gar nicht, aber sieh dich um, ob du irgendwas in dem Chaos findest. Das habe ich schon mal gesehen. Ein kurzer, örtlich stark begrenzter Orkan. Scheiße, das ist Cassie, die beste Schmugglerin bei den Schurken. Das war sie zumindest. Ich habe seinen Namen vergessen, aber das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also ist's auch egal. Das Gesicht ist nur schwer zu erkennen, aber das ist Archimedes ID. Schätze, er ist wohl wirklich weg. Nimm seine Sicherheits-ID mit, Kammerjäger. Wir brauchen sie vielleicht noch. In Ordnung, wir sollten die Sicherheitskonsole überprüfen. Sicherheitsprotokolle werden initialisiert. Scan läuft. Mal sehen. Ach, wann kommt Archimedes zurück? Er hat gesagt, wir sollen uns hier verstecken. Heute werden wir nicht mehr extrahiert. Vielleicht morgen. Was glaubt ihr denn, wie lange wir dieses Fragment verstecken können? Im Sumpf wimmelt es nur so von KWK. Hey, was soll das? Wie haben die uns gefunden? Jemand hat meine Schurken kalt erwischt und das Fragment gestohlen, aber ich bin kein Detektiv. Ich habe aber etwas verdammt Ähnliches. Drück diesen Knopf da vorne. Tja, manchmal muss ein Schmuggler seine Fracht schnell loswerden. Die Schurken setzen dann einen speziellen Beutefinder ein. Habe ich selbst entworfen. Mit dem Baby können wir verlorene Güter auf dem ganzen Planeten wiederfinden. Aber in diesem Fall spüren wir das Fragment auf und den Verräter, der es gestohlen hat. Zugang verweigert. Verdammt, das hatte ich vergessen. Jeder Schurke hat eine Sicherheits-ID. So wie die, die du von dem Blutklumpen hast, der mal Archimedes war. Wer auch immer meine Schurken getötet hat, war schlau genug, ihre übrigen IDs einzustecken. Zum Glück habe ich noch ein paar Leute im Einsatz. Hol dir ihre IDs, damit wir den Beutefinder aktivieren können. Fang mit Agent D an. Er ist in der Nähe. Kontaktiere D, während ich die anderen informiere, dass du kommst. Auf den Weg! Duh! Agent D ist ein Meister der Tarnung und der Fallen und ein verdammt guter Pole-Dancer. Was in dieser Galaxis hilfreicher ist, als du vielleicht glaubst. Du wirst schon sehen. Agent D ist auf einer Ablenkungsmission. Er hat die KDK hypnotisiert. Diese Banditen machen keinen Finger mehr krumm, ehe du D nicht den Befehl gibst, seine Deckung aufzugeben. Ich schätze, diese dämlichen Schweine sind nur auf Taurine reingefallen, weil sie sonst niemand geliebt oder geachtet hat. Aber das ist noch lange kein Grund, die Galaxis niederzubrennen. Welch ein Glück. Agent D lebt und ist wohl auf. Schieß mit dem Schurkenblick auf diese Markierung, wenn du bereit bist, die zu enttarnen. Sehr geil. Unsere Familie ist
Die Show ist vorbei, Leute! Das wird die Schlagzeile von... Ich bin unaufhaltsam! Ihr staudämlichen Schweine! Holen wir uns diese Inzestopfer! Nummer zu groß für dich, Zuckerstute! Jetzt geht's los! Das war alles? Fass dich nicht! Ich schlüpf dann mal! In was Bequemeres. Clay sagt, es ist ein Verräter unter uns und du brauchst meine ID. Hier, nimm, Baby. Wer der Verräter auch ist, Clay wird ihn die Gliedmaßen einzeln ausreißen, wenn ich ihn nicht zuerst finde. Schlitzohr, jetzt müssen wir noch Schleichfuß finden. Jäger von Beruf, ein Geheimbriefkastenmeister. Er hat Abhörgeräte aufgestellt, um Infos über die KDK zu sammeln. Check sein Versteck und finde heraus, was er vorhat. Ich fasse es nicht, dass einer meiner Schurken abtrünnig geworden ist, aber Schurken sind eben Schurken, richtig? Hätte ich wissen sollen. Mein Fehler. Ich kann diese Kraft entfesseln! Mehr trainieren soll. Clay, ich hoffe, du hörst das hier. Einer der Schurken ist jetzt wohl bei den KDK. Ich tauche ab, um der Sache nachzugehen. Finde mich, dann erfährst du mehr. Dieses Echolog zerstört sich in 3 Sekunden selbst. Piep, piep, piep. Nur ein Scherz, Clay. Ich würde dich nie töten. Wir sind eine Familie, Kumpel. Jemand hat definitiv die Schurken verraten, Clay. Ich habe einen Ableger des Brackwasser-Clans infiltriert, die Schlammnacken. Aurelia Hammerlock hat einem der Schurken das Eden-7-System im Tausch gegen ein Schlüsselfragment angeboten. Ich weiß nur noch nicht wen. Wenn du nichts mehr von mir hörst, Kumpel, geh vom Schlimmsten aus. Dann bin ich entweder tot oder gefangen. Aber komm ich trotzdem suchen, ich würde das auch für dich tun. Schleichfuß ist ein verrückter Bastard. Wir kennen uns schon lange. Du musst ihn finden, Kammerjäger. Fühlt sich toll an. Ich bin kampfbereit. Spüre das heilige Feuer! Ich bin eine verdammte Legende! Und weiter! Mach dich zu ein! Ach, danke.
Fuß. Oh Mann! Schnell, in Deckung! Der Verräter hat Schleichfuß als Falle benutzt, um dich zu töten. Habt ihr Angst? Zittern! Meine Sehnsucht endet! Dieser Schrott! Ein ausgeglichenes Spielfeld! Fühlt sich gut an. Nicht heute. Los. Mittelmäßig. Sollte noch da sein. Die Dinger sind unzerstörbar. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von meiner Crew sagen. Gut, uns fehlt nur noch eine ID. Gut, geh jetzt zu den Docks und finde meinen Kumpel Domino. Der beste Scharfschütze von ganz Eden und so höflich wie kein zweiter. Das ist seine Art. Hoffentlich lebt Domino noch. Sind nicht mehr viele Schurken übrig. Kammerjäger. Clay erwähnte, dass er sich Verstärkung geholt hat. Ich bin an einem sicheren Ort mit Blick auf ein Dock voller KDK. Ich brauche Hilfe, sie auszuschalten. Danach können wir uns unterhalten. Danke. Ich bin die Größte. Willst du es versuchen? Ha! Ich will eine echte Herausforderung! Bleach! Glaubst du? Du bist besser!
schalte diese KDK aus. Ich gebe dir Deckung. Viel Glück. Schaut auf diesen Idioten! Ich sehe die... Du wirst sterben. Recht bin ich. Abgeknallt. Von einem... Viele werden... Pass auf, da nähert sich ein Dropship. Bitte geh in Deckung, Kammerjäger. Vorsicht, irre Bombenleger. Ich versuche ein paar auszuschalten, wenn es dir recht ist. Ich zeige dir meine dunkle Seite. Das musst du gut getötet. Diese Dropships kommen den ganzen Tag über rein. Die Kultisten betreiben einen Organhandelring. Sie schlitzen arme Schweine auf und verkaufen ihre Innereien überall in der Galaxis. Also habe ich einen Scanner platziert, um ihre Lieferungen zu verfolgen. Verflixt nochmal, der Schiffsscanner ist im Arsch. Du musst auf den Kran klettern, um das verdammte Ding zu reparieren und in Position zu bringen. Dann kann ich das Schiff orten. Danke. Scheißt du dich nur ein? Er blockiert. Tritt ihn oder so. Danke. Ich hasse diese Penner. Und du bist eine echte Hilfe. Warum hast du es versucht? Ha!
dachte, du jagst einen Verräter. Viel Glück. Ich bleibe hier und schieße auf die KDK. Einfach so. War nett, dich kennenzulernen. Das waren alle IDs. Gute Arbeit, Kammerjäger. Und jetzt zurück zur Schurkenhöhle. Aktivieren wir den Beutefinder. Sobald du diese IDs gescannt hast, sollte der Beutefinder uns direkt zum Fragment führen und zum Verräter. Ich muss schon sagen, hätte nie gedacht, dass ich mit dem Beutefinder mal einen Verräter aufspüre. Vielleicht hat Aurelia recht, was Loyalität angeht. Sie gilt immer dem Geld. Das ist der beste Finder, den man kaufen kann. Besser als Drohnen, Bots und der ganze Scheiß. Und das in jedem erdenklichen Test. Und ohne weitere, du weißt schon das hochtrabende Wort für warten, kommt nun das Ergebnis. Der Beutefinder. Ich liebe es. Gibt's das auch in Gold? Ein gut gehütetes Schmugglergeheimnis. Nimm einen Jabber, wenn du etwas finden willst. Schnell wie der Teufel, mit deiner Nase wie ein Bluthund. Wir haben das Vieh digitalisiert, damit es nicht in jede Ecke kackt. Ich stehe nicht so auf Kot. Folge dem Jabber! Umschweife, das war das Wort. Ohne weitere Umschweife. Hab's von einem Kerl, den ich mal umgebracht habe. Ein echter Trottel. Er hatte ein Buch und so. Weißt du, es fühlt sich gut an, wieder im Einsatz zu sein, selbst wenn ich von meinen Leuten verraten wurde. Dieses abgefahrene Wort habe ich von einem Nerd, den ich mal gekillt habe. Hätte noch etwas mit ihm schnacken sollen, bevor ich ihn erledigt habe. Mist, Mist! Und das lasse ich an dir aus! Ich esse dich! Kämpfen wir! Das war nicht übel. Es pulsiert in meinen Adern. Mit einer Armee von Jabbern könnte ich den Planeten übernehmen. Ich meine ja nur. Ugg, mein Bruder. Ugg. Das Tier ist eine Naturgewalt. Sieh dir diesen Jabba an. Ich spüre die Kraft. Jabba will uns etwas sagen. Der Jabba sagt, das Fragment ist gleich da oben. Gut gemacht, kleiner Jabba. Mach dein Ding, Baby. In Ordnung, Kammerjäger. Holen wir das Fragment und finden wir heraus, wer die Schurken betrogen hat. Kugeln kauft man bei... Bevor du verletzt wirst, wer zum Geier du auch bist! Bleib zurück!
Admetus? Bist du das? Ich dachte, du wärst tot. Oh, ich verstehe. Du hast deinen Tod nur vorgetäuscht und die Schurken verraten. Was für ein Manöver. Was hast du dafür bekommen? Aurelia hat mir meine zwei Planeten und genug Geld versprochen, um sie mit einer Wasserrutsche zu verbinden. Der Traum, über den wir immer gesprochen haben, er wird wahr! Clay, er wird wahr! Bin stolz auf dich, Mann. Du hast es geschafft. Kammerjäger, töte diese miesen Verräter. Das wird dir ja sehen, Clay. Ich hab jetzt eine neue Familie und einen neuen Glanz, dank Troy Calypso. Kinder der Kammer, Baby! Verdammt, er ist einer dieser gesalbten Freaks. Zeig ihm, was Verrätern blüht, Kammerjäger. Zusammengearbeitet. Der Abschied fällt schwer, aber Verrat bleibt Verrat. Das gilt auch für die Familie. Siehst du das Fragment? Hab das Fragment. Ich wusste, dass du es schaffst, Kammerjäger. Du solltest dich den Schurken anschließen, wenn das alles vorbei ist. Das Fragment in mein Labor. Kammerjäger. Clay meinte, die Operation war erfolgreich und ich habe ebenfalls gute Neuigkeiten. Ich weiß, wo das dritte Fragment ist. Direkt unter der Schnauze der Harpie. Wir können es uns schnappen und direkt die Kammer öffnen.
Irgendwie der Sieg der Kapitän. Waffen für jeden Geschmack bei Marcus Munitions. Keine Rückerstattung. Munition? Ohne ist man einfach nur ein Weichei. Bei diesem Preis muss man einfach zuschlagen. Belex ist. Damit fehlt nur noch ein Fragment. Sobald du es hast, treffen wir uns bei der Kammer. Tennis, das gefällt mir nicht. Lilith, ich verstehe deine Bedenken, aber es ist, wie es ist. Die Kalypsos werden kommen, um vom Kammermonster zu zehren. Ich muss da sein, damit ihr Teller leer bleibt, wenn es soweit ist. Glaub mir, niemand anderes als ich kann das. Es ist ihre Entscheidung, runterzugehen, Lilith. Und wir müssen irgendwas tun, sonst kriegen die Kalypsos genau, was sie wollen. Das weiß ich. Tennis, ich vertraue dir. Du entscheidest. Danke, Lilith. Und Ava? Menschliche Emotionen sind nicht mein Spezialgebiet. Aber ich muss das Offensichtliche aussprechen. Troy Kalypso hat Maya getötet, nicht Lilith. Da draußen wird noch genug gekämpft. Das ist vielleicht nicht die Familie, die du wolltest, aber es ist die, die du hast. Tennis, ich... Sie kommt schon dahinter. Was kommt als nächstes, Lilith? Wainwright. Er weiß, wo das letzte Schlüsselfragment ist. Auf zur Kammer. Wenn die Kalypsos diesmal kommen, werden wir bereit sein. Wainwright schien ziemlich aufgebracht. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wer würde nicht die Chance ergreifen, zurückzuholen, was einem gestohlen wurde? Viel Glück, Kammerjäger. Keine Angst, ich passe auf das Schiff auf, Baby.